also immerhin 20 Leute erschienen sind. Wir haben uns ein kleines Quiz ausgedacht als Abendunterhaltung, bevor der Social Event losgeht. Das Quiz beinhaltet, dass die Leute sich von ihren Plätzen erheben müssen. Also du kannst gleich stehen bleiben, Joachim. Der Pascal wird kurz die Regeln erklären und dann geht es auch schon mit der ersten Frage los. Geht meine Tastatur nicht mehr? So, ich... Nein. Sehr gut. Also, auch nochmal ein Servus von mir. Wir haben uns ein kleines Quiz überlegt. Und in der ersten Runde wird es so sein, wir bitten euch alle aufzustehen. Wir werden dann ein paar Fragen oder wir werden eine Frage dann zeigen und es gibt verschiedene Antworten auf die Frage. Und jeder, der die Frage falsch beantwortet, darf sich wieder hinsetzen. Und dementsprechend, wenn am Ende nur noch einer übrig bleibt, der immer noch steht, der ist dann unser OSM-Held des Abends. Also kleines Beispiel, ja, da kommt dann so ein Bild hier, Kartenraten, und wir fragen dann, wo ist dieses Bild her? Und dann denkt ihr euch einfach im Kopf, ob A, B oder C richtig ist, und wir verraten euch dann, ja, das ist Köln oder so. Und dann setzen sich diejenigen hin, die gedacht haben, es wäre Ibiza. Alles klar, dann bitte jetzt mal aufstehen, dann damit wir hier starten können. Also ich meine, diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen nicht stehen können, weil sie so wie der Herr Topf hier schon den ganzen Tag schwer tätig waren, die können sich ja auch im Kopf hinstellen, das reicht. Es basiert alles auf eurer Ehrlichkeit. Frage 1. Womit konnte man OSM-Daten zuerst bearbeiten? War das A, der Editor Potlatch, B, der Editor Yosen, C, der Google Mapmaker oder D, ein Java-Applet? Ein paar Sekunden Zeit, um euch die Antwort zu überlegen. Und Pascal, hast du die richtige Lösung? Also wir fangen jetzt mal oben an. Wer denkt, dass es Potlatch ist? Nein, das geht nicht. Das klappt, das passt nicht mit dem Hinsitzen zusammen. Also, ja doch, wäre schon gegangen, weil... Man hätte ja dann sagen können, alle, die sich jetzt gemeldet haben, hätten sich gleich mal hinsetzen können. Also, und dann wäre nämlich schon... Die richtige Lösung dieser Frage lautet, es war ein Java-Applet. Und alle, die das richtig geraten haben, dürfen stehen bleiben. Und alle, die gedacht haben, es wäre Potlatch, die müssen sich hinsetzen. Das Java-Applet hatte übrigens Steve Coast persönlich programmiert. Aber es ist sehr löblich, dass sich trotzdem jetzt so viele hingesetzt haben und nicht gesagt haben, bleib ich jetzt mal stehen und lass die zwei mal weiterreden. Bei der zweiten Frage, wie viele Mitglieder sind ungefähr circa in der OSM Foundation? Sind es A, 350, 3500, 35.000 oder sogar 350.000? Kurze Bedenkzeit. Und dann können wir es ja auch wieder recht kurz halten. Die richtige Antwort ist? 350 natürlich, die OSM Foundation ist eine Elite-Organisation. So, wie viele Leute haben wir noch übrig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na gut, das sind noch zu viele. Von welchem OSM-Editor stammt dieser Screenshot? Ist das A, OSM2Go, B, BigTinCan, C, Mercator oder D, MapZen? Na, ihr habt doch sicherlich schon mit diesen Editoren alle mal gearbeitet und seht das sofort. Ich glaube, es sind alles Potlatch-User. Ja, wahrscheinlich. Also, kurze Bedenkzeit. Die richtige Lösung ist MapZen, der von CloudMate hergestellte Flash-Editor. Also es ist sehr, 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 sehr loblich, dass sich doch so viele hinsetzen. Oh je, 1, 2, 3, 4, wir haben nur noch 4 Leute übrig. Ist jetzt die Rechnung nicht ganz aufgegangen. Dann müssen wir die jetzt nach vorne holen. Die 4, die jetzt noch übrig sind, die kommen bitte nach vorne. Und mit denen spielen wir das Spiel jetzt weiter. Jetzt ist es kein Eliminationsspiel mehr, sondern jetzt gibt es einfach Punkte. Sollen wir 2 Teams machen oder sollen wir 4 Leute einzeln spielen? Machen wir 2 Teams, oder? Ja. Wir machen 2 Teams. Ein rotes Team stellt sich hier hin. Ihr zwei. Ein
Gelbes Team. Ne? Ihr stellt euch am besten, darüber, dann könnt ihr nicht abschreiben. Wir hatten eigentlich mit 3 Teams gerechnet, aber ihr seid ja so schlecht gewesen. gut. Wir haben jetzt noch mehr Fragen dieser Art, aber wir machen das halt jetzt nicht mehr per Elimination, sondern die Teams sollen jeweils dürfen sich kurz beraten und dürfen dann die Antwort aufschreiben, von der sie glauben, dass sie richtig ist. Und wir schauen dann und wir vergeben dann Punkte. Pascal, haben wir irgendwo eine Tafel oder so, wo wir aufschreiben können, wer wie viele Punkte hat? Nee, ich vermerke das hier auf dem Zettel. Ja, reicht die Wunde Größe oder? Lass mal. Schreibst du es auf den Zettel, oder? Also, wir haben das Team Rot und das Team Blau. Oh Gott, diese Stifte schreiben nicht so gut auf diesen Zettel. Können wir dynamisch noch gerade einführen. So. Also, noch Fragen, Unklarheiten? Also, wir starten einfach mal mit der nächsten Frage. Wo ist in Deutschland der längste OSM-Way? In Klammern Highway. Es gibt wieder 4 mögliche Antworten. Ist es A, ein Stück der A14 bei Triebsees, Mecklenburg-Vorpommern? Ist es B, ein Stück der A7 bei Flensburg, Schleswig-Holstein? Ein Stück der Route 66 in Mainz? Oder ist es die Panzerringstraße zwischen Reutlingen und Ulm in Baden-Württemberg? Also ihr habt jetzt auch einen Moment länger Zeit und dann guckt, dass ihr A, B, C oder D auf den Zettel schreibt. Und so, das Publikum darf natürlich mitfiebern. Ihr dürft euch auch überlegen, was ihr glaubt, was richtig sein könnte. Also ich sage auf jeden Fall, eine Antwort ist richtig. Und 3 sind, glaube ich, falsch. Richtig. So, ihr müsst euch für eine Antwort entscheiden und diese dann mit Hilfe des zur Verfügung gestellten Stiftes auf das zur Verfügung gestellte Papier schreiben. Eins, 2 oder 3. Komm, schreib mal was auf, es kommen noch ein paar Fragen. Das Team Blau muss sich entscheiden. 5, 4, 3, 2, 1 und es gilt. Pascal? Also was haben denn, vielleicht können wir auch eine kurze Begründung der Antwort erreichen. Na, wir haben uns mal für D entschieden, weil das eine Gegend ist, wo tendenziell wahrscheinlich wenig gemappt wird. Für was habt ihr euch entschieden? Wir haben auch D, aber das war geraten. Und genau das ist gerade verkehrt. Die längste Straße oder längste OSM-Highway liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Und hat eine Länge von 40 Kilometer, glaube ich, knapp. Also beide Teams für falsche Antwort. Nächste Frage. Keine Punkte. Wer ist der echte Steve C? Es gibt 3 Steves zur Auswahl. Oben links der Herr mit dem Schnurrbart. Oben rechts der Herr mit dem etwas dümmlichen Gesichtsausdruck. Oder, ach nee, der Herr mit dem dümmlichen Gesichtsausdruck ist ja der unten. Also. Nicht vorsagen, Pascal. Ja, die wollten C ankreuzen. Da habe ich gesagt, das können wir nicht machen. So, das Team Blau muss sich entscheiden. Sonst stehen wir noch da, wenn die anderen schon das Buffet leer gegessen haben. Also vielleicht eine kurze Begründung. Ist es B? Richtig. B. Richtig. Ja. Nummer A ist auch Steve C, allerdings heißt der Herr bei A Steve Chilton und nicht Steve Coast. Und C ist Steve Urkel, wer ihn nicht kennt. Es steht 1-1. Zum Glück werden die Fragen gegen Ende hin schwieriger. Kommen wir zur nächsten Frage. Welchen Benutzernamen gibt es bei OpenStreetMap nicht? Ist es A, Strange but Untrue, B, Rambazamba, C, Hasse OSM, Korinthenkacker oder ist es D, die Paris Hilton? Wenn ihr von hier gut genug gucken, sonst können wir einfach... Doch, nee, die Fragen... Also so. Kleine Bedenkzeit für euch und dann...
Es würde mich interessieren im Publikum, wenn ihr für euch das selber auch mitmacht, die Frage, ihr könnt mal im Kopf mitzählen, wie viele ihr richtig hättet. Nur mal so ein Interesse halber, zu gucken, ob ihr tatsächlich hier unten das, die überdurchschnittlichen OSM-Genies haben. Habt ihr beide was? Ja. Was sagt ihr? Wir sagen D. Was sagt ihr? A. Oh. Ein Punkt für das blaue Team. Punkt für das blaue Team. Es gibt tatsächlich einen Benutzer namens Strange But Untrue. Ich weiß gar nicht, Pascal, weißt du, wo der aktiv ist oder hast du nur so? Ja. Ich habe es mal irgendwo auf einer Mailingliste gesehen, habe ich gedacht, sehr gut. Ist gut. Ja, und was haben wir noch? Hasse OSM Korinthenkacke, also wer kennt ihn? Den kennt ja jeder. Wer ja. kennt ihn nicht? Also. B und C sind die gleiche natürliche Person übrigens. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, der Foskis hat ja einen OSM-Teilserver, wo Kacheln für ganz Europa drauf liegen. Naja, nicht ganz Europa, sondern halt das, was die Leute so angucken wollen. Und wie viele Kacheln sind das denn so ungefähr? 3,5 Millionen? 8 Millionen? 12 Millionen? Oder 26 Millionen? Grönland zählt dazu, ja. Habt ihr was? Ihr seid soweit? Raten. Habt ihr was? Fangen wir, warte mal, eben habe ich bei Blau angefangen, fange ich bei Rot an. Eure Antwort ist? Wir sagen mal D. Und vom Team Blau ist? C. Und richtig ist? C ist richtig. Also wieder ein Punkt für Blau. Gut. Natürlich könnte Europa locker 26 Millionen Kacheln haben, aber die Leute gucken sich halt nicht alles an. Und der Server berechnet eben nur die Sachen, die tatsächlich auch angeguckt werden. Kommen wir zur nächsten Frage. Was passierte im Juni 2007 hier, also da, wo der schwarze Pfeil ist? War es A, die Datenbank wurde aus Versehen gelöscht von einem Hiwi? War es B, illegale Importe wurden gelöscht? Oder war es C, die API wurde von 0.5 auf 0.6 umgestellt? Oder war es D, die Vorbereitung für den Tiger-Import? Wir sollten vielleicht kurz die Farben erklären. Das kann man oben in der Legende nicht so gut sehen. Hier das Lila, das ist die Anzahl der Nodes in der Datenbank. Das Grün sind die Anzahl der Ways in der Datenbank. Und das Rot, die Anzahl der Relations. So, 1, 2 oder 3. Habt ihr was? Team Blau hat was? Team Rot? Die Uhr läuft. Ihr habt jetzt eine Antwort, ne? Also was, ihr habt eine Antwort, schreibt mal die Antwort besser auf. Nicht, wenn ich jetzt, also was sagt Team Blau? Wir raten B. Ihr sagt B. Was illegale sagt Importe wurden entfernt. Mhm. Und Team Rot sagt das auch. Und schade, ist beides falsch. In Wahrheit handelt es sich hierbei tatsächlich um die Vorbereitung des Tiger-Imports in USA. Da ist nämlich ein alter Import probiert worden, der hat nicht richtig funktioniert, der ist hier abgebrochen worden, die Daten wurden wieder gelöscht und ein neuer Import wurde gestartet, deswegen steigt die Anzahl der Daten da auch so stark an. Es gibt tatsächlich in einer anderen Grafik, nämlich in der GPX-Grafik, gibt es auch den Fall, wo so ein Knick ist und es handelt sich um eine versehentliche Datenlöschung, aber das ist bei den GPX-Daten und nicht bei den normalen Daten. Gut, kommen wir immer noch 3-1 für Rot, für Blau. Kommen wir zur nächsten Frage. Ways bestanden früher nicht aus Nodes, sondern aus A, Segments, B, Curves, C, Points oder D, Cookies. Das geht sehr schnell hier voran. Also, was sagt Team Rot? A. Was sagt Team Blau? Das war zu einfach. Gut, zur Kenntnis genommen fürs nächste Mal. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer hat das OpenStreetMap-Logo gezeichnet? War es A, der Matt? War es B, der Luigi? War es C, der Steve? Oder D, der Andy?
Team Blau ist sich einig, Team Rot auch. Team Blau sagt E. Team Rot sagt A. Und richtig ist? Richtig ist A. Das Logo ist von Matt Amos gezeichnet worden. 4-3 für Blau noch. Rot holt auf. Nächste Frage. Wie viele Teils braucht man ungefähr, um die ganze Welt bis zum Zoom Level 17 abzubilden? 25 Millionen, 250 Milliarden, 2,5 Milliarden oder gar 25 Milliarden? Das sind die Rechengenies gefragt. Das könnt ihr mal kurz im Kopf machen, oder? So, jetzt brauchen wir eine Entscheidung. Schreibt mal eine Antwort auf und dann können wir jetzt zwischendurch auch mal das Publikum mal nach Zwischenrufen fragen, was die so denken. Inklusive Wasser. Also ihr habt was aufgeschrieben, ihr habt auch was aufgeschrieben. Entscheidet euch mal was. Boah. Ja, das frage ich mich die ganze Zeit auch. Weil es gerundet ist. Was? So, beide Teams haben. Wir können ja mal ins Publikum fragen. Was denkt ihr so? Was ist richtig? Ich höre ein leichtes C, ein B. Und richtig ist, Fred? Richtig ist D, 25 Milliarden. Damit kriegt also Team Blau einen Punkt und Team Rot keinen Punkt. Gut. Nächste Frage. Allseits ein immer wieder beliebtes Thema, auf der Medienliste auch. Wie viele Hunde-Kot-Tütenspender gibt es in Deutschland? Also die Frage ist natürlich, wie viele sind gemappt in OpenStreetMap, nicht wie viele gibt es davon natürlich on the ground. Sind es A 530, sind es 580, 1580, 5580 oder 10.500? Pascal? Warum ist es keine Zweierpotenz? Nee, ich wollte jetzt sagen, also die ganz Fixen, die würden jetzt wahrscheinlich schnell den Rechner aufklappen und dann entweder in TechWatch oder in TechInfo gucken, wie viele Tags vergeben sind. Aber ich sehe zum Glück einen offenen Rechner, aber ich weiß nicht, ob er so schnell ist. Ihr habt eine Antwort? Ja. Ihr habt auch schon eine Antwort? Team Blau sagt? 580. 580, Team Rot sagt? Und es ist beides falsch, es sind 1580, ne? Oder ganz genau sind es 1587, waren es am Freitag gewesen. Hätten wir nicht noch so eine Animation haben können, wie bei Wetten, das, wo es immer so... So, nächste Frage. Und ich glaube, wir kommen dann auch schon langsam zum Ende. In welchem Bundesland gibt es denn am meisten von diesen Hundekot-Tütenspendern? Das ist jetzt mal eine sogenannte Freeform-Möglichkeit. Das ist jetzt eine Textfrage, ja? Ja, ich habe mich gerade geirrt. Also es kommt ja noch mit Papp und so. Darfst du, oder? Habt ihr schon eine Lösung oder seid ihr noch am Überlegen, welche Bundesländer wir haben? Oder? Absolute Anzahl und es sind deutsche Bundesländer. Habt ihr eins? Ihr habt eins, schreibt es mal auf. Ihr habt auch eins oder noch nicht so richtig? Ihr habt zwei. 50-50 Chance. Ihr habt auch eins. Team Rot sagt? Wir sagen Baden-Württemberg. Und Team Blau sagt? Das auch.
Und da habt ihr leider beide nicht recht gehabt. Baden-Württemberg liegt, wenn ich mich recht erinnere, auf Platz 2. Auf Platz 1 liegt das Bundesland Bayern. Mit den meisten Hundekotspenden. Die Anzahl habe ich leider, kann ich nachher nochmal raussuchen. Das könnte kritisch werden. So, wie geht's weiter? Oh ja, nächste Frage. Bei diesen grünen Linien im Atlantik handelt es sich hauptsächlich um A. GPS-Tracks von Steve C.'s Flitterwochen, B. kaputte Importe, C. Tiefseekabel oder D. Schifffahrtslinien. Das sind also alles Daten, die so in OpenStreetMap vorhanden sind. Ich bitte auch das Wort hauptsächlich zu beachten. Also es kann schon sein, dass nicht alle hier gezeigten Linien tatsächlich das sind, aber hauptsächlich. Ja, wir brauchen eine Lösung. Habt ihr was? Team Blau greift zum Stift, Team Rot. Team Rot schreibt auch. Ich frage mal Team Blau, für was habt ihr euch entschieden? D. Und Team Rot? Dora. D. Und Team Rot hat sich entschieden für? Wir haben uns für C entschieden. Und richtig ist? Richtig ist C. Das sind Tiefseekabel, das meiste davon. Kommunikationskabel. Das ist eine Ansicht aus dem USM-Inspektor, wo er einfach nur besonders lange Ways anzeigt. Und die meisten von diesen Tiefseekabeln sind sehr lange Ways. Was haben wir noch? Kommen wir zur nächsten Frage. Diesen Turm findet man bei OpenStreetMap in A. Moskau, B. Kiew, C. St. Petersburg oder D. in seinen Träumen. Team Blau ist schon soweit. Kann ich nicht, das sind lauter kyrillische Buchstaben. Team Blau soweit, Team Rot ist auch soweit. Die richtige Antwort ist, Fred? Moskau. Moskau, also A. Was habt ihr gesagt, Team A? War dort. Gut, ein Punkt für Team Blau und Team Rot hat gesagt? Wir haben gesagt Kiew. Kiew, also B. Also gibt es wieder nur einen Punkt für Blau. 6-4 für das blaue Team. Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen wir noch haben, aber so 2-3 müssen es noch sein. Kein Problem, oder? Kommen wir zur nächsten Frage. In welchem deutschen Bundesland? Oh, das war. Verzeihung, Fred. In welchem deutschen Bundesland befinden sich die meisten Kneipen bei OpenStreetMap? Ist das A. Baden-Württemberg, B. Bayern, C. Mallorca oder D. Nordrhein-Westfalen? Diesmal auch mit entsprechendem Tag-Hinweis oben. Vielleicht dran denken, dass Deutschland 16 Bundesländer hat, ne? Ist ja eine Zweierpotenz. Team Rot ist schon soweit, oder? Team Blau ist auch schon soweit? Richtig war Antwort. In Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Ne? Die Quizmaster können sich gerade nicht entscheiden, was die richtige Antwort war. Nee, ich glaube, es war Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen war es, ja. Nordrhein-Westfalen, also D. Was aber, nicht riesig, nicht mit riesigem Abstand, also ist schon so ein bisschen. Genau, also Blau bringt wieder einen Punkt. Und Rot natürlich auch. Sehr gut.
7:5. Haben wir noch eine Frage? Was gibt es nicht bei... Jetzt ist der Pascal wieder dran. Was gibt es nicht bei OpenStreetMap? Ist es A, die OSM-Matrix? Ist es B, OSM-Membrane? Ist es C, OSM-Die-Hard? Oder ist es D, Osmium? Team Blau ist schon soweit. Vielleicht nochmal das Publikum fragen. Wollen wir mal eine Publikumsfrage runter zur Unterstützung? So, ihr habt schon was angekreuzt. Ihr habt auch schon was angekreuzt. Wie sieht das Publikum? Was denkt das Publikum, was es nicht bei OpenStreetMap gibt? Ich höre ein C. C, C, C. Und wenn ich auf beide Zettel gucke, sehe ich auch auf beiden Zetteln ein C. Also jetzt für beide einen Punkt. War zu einfach. Ja, ich hoffe, wir haben noch ein, zwei schwierige Fragen jetzt zum Schluss. Ah, das ist eine gute. Können wir für die Frage zwei Punkte geben? Machen wir so doppelte. Doppelte Punktzahl für diese Frage. Wie heißt dieser Server? Ist das A, Poldi, B, Katie, C, Yevote oder D, Smog? Das ist ein Server, der tatsächlich bei OpenStreetMap in London im Rechner-Rack steht. Und was er macht, verrate ich euch nachher. Ich glaube, die Frage war zu einfach. Echt? Also auf beiden ist ein deutliches D. Das, na gut, kriegen beide zwei Punkte. Das ist unser Datenbank-Server, der Smog, ja, mit den vielen Festplatten. Vielleicht kannst du ja trotzdem kurz dazu sagen, dass es alle anderen Server auch gibt. Ne? Alle anderen Namen gibt es auch. Ja, der Yevote ist der Teilserver, der Poldi ist der Nominatim-Server und Katie macht, das habe ich jetzt gerade vergessen, aber man kann es im Wiki nachgucken. Ich glaube, eine Frage haben wir noch. Welche deutsche Stadt oder Gemeinde war bereits Anfang 2007 vom Wegenetz her vollständig in OpenStreetMap erfasst? War es A. Karlsruhe, B. Buxtehude, C. Alkersleben oder D. Fehmarn? Ist ein bisschen schwierige Frage, aber wir müssen ja ein bisschen... Sollen wir da auch zwei Punkte geben? Ja. Ja, schwierige Frage, zwei Punkte. Das möchte ich gern machen, damit es noch so ein bisschen spannend wird. In der Hoffnung natürlich, dass beide nicht das gleiche antworten. Beide haben schon was geschrieben. Team Blau hat gesagt D. Dora. Team Rot hat gesagt B. Und ich muss leider sagen, ihr seid beide falsch. Es war die Gemeinde Alkersleben. Und wer ihn vielleicht noch kennt, ein gewisser Jörg Ostertag war dort 2007 sehr, sehr aktiv. Und die Gemeinde besteht gefühlt aus, ich glaube, man sieht es auch hier, gefühlt aus 5 Straßen und 20 Feldwegen. Und das war der Grund, warum es 2007 bereits schon annähernd fast vollständig erfasst war. Nächste Frage. Oh ja, das ist zwei Punkte. Zwei doppelte Punktzahl. Wozu diente Frollo bei Tiles at Home? A. Der Glättung von Kurven im SVG. B. Dem Ordnen von Segmenten in Waze. C. Dem Vereinfachen von Linien. Oder D. Zum Verbrauch unnötiger Rechenzeit. Also D müsst ihr jetzt nicht alle unbedingt vorsagen. Also. Also ich glaube, es gab schon damals viele Leute, die behauptet haben, D wäre richtig. Team Blau hat was? Wie sieht es bei Team Rot aus? Ja,
ein C. Also Team Blau hat geantwortet A. A und Team Rot hat C geantwortet. Und richtig ist? Beides ist falsch. Richtig wäre B gewesen. Das Frollo war ein Präprozessor, der noch vor dem Osma Render laufen musste, um die unter Umständen ganz durcheinanderigen Segmente eines Waze zu ordnen, weil die sonst nicht richtig gezeichnet werden konnten. Es gab tatsächlich auch ein anderes Programm, das Kurvenglättung gemacht hat, aber das lief erst nach dem Osma Render und nicht vorher. Haben wir noch eine Frage oder war das unsere letzte? Ich glaube, so langsam wird es. Das war's. Dann hat jetzt gewonnen das Team Blau mit 10 Punkten gegenüber dem Team Rot mit 8 Punkten. Aber hat irgendjemand im Publikum mehr als 10 Punkte auf seiner eigenen Skala erreicht? Gut. Das beruhigt mich etwas. Wir haben als Preise vorbereitet hier Bücher, damit wir sie nicht wieder mit heimschleppen müssen. Zweimal das fantastische OpenStreetMap-Buch vom Jochen und mir und zweimal das fantastische OpenLayers-Buch vom Marc Jansen und Till Adams. Die sind gesponsert von Terrestris das eine und Open Source Press das andere. Und diese hier von der Geofabrik. Und das Gewinnerteam darf sich zuerst jeder eines aussuchen. Und ihr habt also hier fantastische Vielseitigkeit. Und danach darf sich vom Gewinnerteam, das blaue Team darf sich zuerst aussuchen, jeder eins. Und danach dürfen sich die roten auch noch eins aussuchen. Wir hatten eigentlich darauf spekuliert, dass wir drei Teams aus dem Publikum holen würden und dann hätten die beiden Gewinnerteams jeweils was bekommen und das Verliererteam wäre leer ausgegangen, aber so gibt es halt für jeden was, ist doch auch schön. Vielen Dank. Vielen Dank an die Teilnehmer und das Publikum. Und dann bis gleich zum Social Event.